Hallo zusammen, willkommen zurück bei Fountain of Youth. Wir sind zurück von unserem Ausflug in die Berge. Wir hatten da oben die Mission fortgeführt, waren auch erfolgreich, hatten den Karren voller Loot. Ich habe den Karren jetzt zu Hause in die Grotte geschleppt, den auch schon mal ausgeladen. Und jetzt weiß ich aktuell nicht so richtig weiter, was ich weitermachen soll. Ich war ja eigentlich mit dem Ziel unterwegs, mir Leder zu besorgen. Für meine Tasche, für meine Tragetasche, den Lederrucksack. Der geht nämlich demnächst kaputt. Geht in 1,5 Tagen kaputt. Zur Reparatur benötigen wir jedoch ein Stück Leder. Nun dachte ich im ersten Moment, dass wir hier schon Leder herstellen, aber so ist es nicht. Wir haben jetzt hier an der Gerber Werkbank nur die Möglichkeit, die frische Haut in eine verarbeitete Haut umzuwandeln. Für das Leder verbrauchen wir benötigen wir die bessere Werkbank. Aber die kann ich jetzt leider nicht in der Liste finden. Wir bräuchten, wartet, ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt nach Leder suche, steht ja hier verbesserte Gerber Werkbank. Aber leider finde ich diese jetzt nicht in dem Baumenü drin. Könnt ihr selber nochmal schauen, ob ihr sie seht. Also ich habe sie nicht gesehen oder sie ist hier anders bezeichnet. Nach der Gerberwerkbank kommt hier die Töpferwerkbank, Brennofen, Chemiewerkbank, Kohlemeiler. Ja, nun bin ich ein bisschen am Überlegen, was ich gerade mache. Ich könnte mir die Tragetasche bauen, aber brauche ich dafür nicht auch ein Stückchen Leder? Wir haben ja viele neue Baupläne bekommen. Können wir auch mal kurz durchgehen. Vielleicht machen wir einfach dort etwas weiter und schauen, was passiert. Wir haben übrigens jetzt auch die Möglichkeit zu mörsern. Wozu, weiß ich noch nicht. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, mit den gefundenen Feuersteinen auch hier einen besseren Feuerstarter zu bauen. Nahkampfwaffen kommen als nächstes. Wir können jetzt die Kleidung aus Tierhäuten bauen. Da brauchen wir wiederum nur die getrocknete Haut. Da könnte man wenigstens nochmal auf eine Wildschweinjagd gehen. Und für die Tasche, da benötigen wir auch eine getrocknete Haut, würde ich sagen. Dann werden wir uns erstmal die Tasche aus Tierhäuten bauen müssen. Fügt 16 Einheiten Tragekapazität hinzu. Der Rucksack hat 22. Und dann haben wir jetzt neue Schiffe. Da sollen wir ja auch uns einen Dock bauen, ein Schiff bauen, um auf diese Insel zu gelangen. So, ich würde sagen, wir machen ein Nickerchen, beziehungsweise ich habe ja ein Blätterbett mit. Das können wir unterwegs bequem aufschlagen. Waffen sind, die sind noch okay. Was zu trinken haben wir mit. Ich habe auch gesehen, wir hatten noch uns einen Schnupfen Erkältung zugezogen. Da fehlt mir jedoch gerade die passende Medizin, wenn ich das so sehe. Halt Verbrennung, stellt Gesundheit wieder her. Ja, so können wir uns denn das bauen. Habe ich da denn was Passendes parat? Ich meine aus Hibiskus und den Blättern war das hergestellt. So, Medizin, Hibiskusblüten, genau, für Grippe geeignet. Können wir nicht bauen, geht nur am Lagerfeuer. Ja, dann grillen wir noch ein bisschen was. Brauchen wir noch ein paar Stöckchen. Ja, ich hatte jetzt mal 3 Tage Pause gemacht hier zwischen den Videos. Da muss ich selbst erstmal wieder schauen, wo hier alles zu finden ist. Da ist man wirklich ganz schnell wieder draußen. Weil ich hier auch gerade die Bambusstöcken sehe. Die hatte ich jetzt nicht in den Kisten unterbekommen. Die habe ich erstmal hier gelagert. Also Bambus haben wir jetzt auch parat. So, 3 Stunden Feuerstarter. Zunder fehlt. Irgendwie fehlt immer Zunder. Die Rohrkolbe wollte ich behalten. Da habe ich gesehen, da gibt es eine Blaupause. Aber die Rinde funktioniert. Wenn es denn zündet. Feuer machen. Level 4. So muss es sein.
Hibiskusblüten. So. Einmal für jetzt, einmal als Reserve. Dann ist denn unser Fuchs noch gut. Der ist noch halbwegs gut. Wir haben sogar noch gebratenes Fleisch. Wir haben noch Eier. Okay, die können wir auch gleich mit verwenden. So, den Fuchs, den gönnen wir uns jetzt. Es gibt 20 Essen. So, es sollte auch gleich Nacht werden. Ich würde mir jetzt nochmal die Medizin reinballern. Dann haben wir alles im grünen Bereich, legen uns kurz aufs Ohr und dann gehen wir nochmal auf die Jagd. Oh, habe ich jetzt doppelt geschlafen? Nein. Ich dachte, weil ich so einen Regen gehört habe und dann habe ich irgendwie zu viel geklickt, dann war der Regen wieder weg. Vielleicht hat es auch nur kurzzeitig geregnet. Alles gut. Alles gut. Spiegeleier. Die wir haben noch essen. Was zu trinken haben wir mit. Die Tasche geht in 1,2 Tagen kaputt. So, alles 100%. Müssen wir noch was ausladen? Was wir jetzt... Aber den Karren können wir doch mitnehmen. Klar, Mensch. Ich hab fast schon wieder vergessen, dass wir neuerdings den Karren haben. Da könnten wir... Ja, der erste Gedanke war der richtige. Ich hatte gerade den Gedanken, dass wir nochmal durch die Höhle hinten rausgehen, aber wir können ja auch hier vorne geradeaus in den Wald erstmal hinein und dann einfach mal quer durch den Wald. Suchen wir uns ein paar Wildschweine. Da weiß ich, da sind ein paar. Und dann besorgen wir uns da noch ein bisschen Tierhäute. Ja, was wir hier als nächstes noch bauen könnten, das ist wirklich... Das ist wirklich nicht so leicht, muss ich sagen. Wie gesagt, Tierhäute ist das Einzige, was mir momentan einfällt, was wir jetzt noch großartig bauen könnten. Den Palmsaftsammler, den könnten wir noch bauen. Aber dann großartig... Verbesserung, also wir müssen da irgendwie erstmal an das Leder kommen. Vor allen Dingen wäre auch sehr wichtig, die Tasche reparieren. Wir haben jetzt zwar den Wagen, aber es ist trotzdem enorm, enorm leichter, wenn man ein großes Inventar hat. So, gucken wir mal. Wo haben wir denn hier hinten? Hier haben wir ein Wildschwein. Hier haben wir große Äste. Wäre eigentlich cleverer, wenn wir jetzt hier lang gehen. Hier haben wir Lianen. Brotfruchtbaum. Ja, guck mal einfach mal. Ich finde auch, die Wildschweine... Da stolpert man drüber. Wir haben zwar zwei schon platt gemacht, aber ich denke mal, dass es noch ein paar weitere hier auf der Karte gibt. Und so gezielt bin ich auch nicht gern unterwegs. Meistens so frei Schnauze mal in den Wald gehen, mal schauen hier und da, was passiert. Ah, Hühnchen. Mit dir haben wir auch noch eine Rechnung offen. Aber nicht heute.
Mein großes Ziel war es ja, eine Basis zu bauen. Inzwischen habe ich das eigentlich verworfen, das Ziel, da wir die nicht wirklich brauchen. Die Grotte hat einen guten Standort. Wir sind am Meer. Wir haben alle Ressourcen in der Nähe. Und wir haben vor allen Dingen ein Dach über dem Kopf. Daher weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, da nochmal eine Base anzufangen. Maximal eine Basis, die wir jetzt im Hinterland bauen. So eine kleine, wo wir einfach ein Bett drin haben. Vielleicht eine Kiste, wo man sich mal eine Kokosnuss reinpackt für was zu trinken. Etc. So, hier müssen wir mal sehen. Hier oben haben wir die Wildschweine. Drei Stück, wenn ich das richtig erkenne. Dann würde ich auch direkt mal nach oben abbiegen. Da waren auch die großen Äste. Notfalls können wir auf dem Rückweg nochmal hier unten vorbeifahren. Hier haben wir schon mal einen Lianbaum. Ja, wenigstens eine gibt es hier zu holen. Ah, ein Skorpion. Weg hier. Ich sehe ihn aber auch nicht. Doch. Ja, tut mir leid, ist leider wieder etwas dunkel gerade. Ihr habt es mir schon geschrieben, dass es für euch auch angenehmer wäre, wenn es hell ist. Aber was will ich machen? Es ist eigentlich Tag. Ihr seht, wir haben ja Vormittag, aber es ist trotzdem dunkel. So ein paar Rohrkolben, die nehme ich auch gerne mit. Schönes Plätzchen hier. Endlich mal eine Lichtung mit Sonne. Hier würde ich auch mal den Karren stehen lassen. Wildschwein sollte hier sein, wenn wir es nicht platt gemacht haben. Das habe ich auch noch nicht ganz herausgefunden, ob die Tiere dann verschwinden auf der Karte, wenn sie getötet wurden, oder ob sie trotzdem hier bleiben. Ja, jetzt sehe ich gerade, hier oben waren wir doch schon. Hier war der interessante Ort. Hier hatten wir unsere ersten großen Äste besorgt. So, hier. Alles ernten. Zum Aufpassen, die sind wirklich groß. Hier die tun wir erstmal jetzt außer Gefecht setzen. So geht das nicht hier.
Na, das waren vielleicht ein paar zu viel. Ich bin jetzt erschrocken. Eieieiei. Ich dachte es erst. Das ist doch keine Schlange. Das ist doch nur ein Schatten. Und dann schnappt die zu. Warum habe ich jetzt so... Ah. Der Schwein. Kommen Sie mal hier. Läuft. Da hast du schon wieder eine Schlange. So, los, die Sau, die wird komplett geerntet. Nee, können wir gar nicht. Wir müssen erstmal unser Inventar leer machen. Ah, mit der Schlange, das war ein Schreck. Ich sehe auch gerade, die ganze Hand ist blutig. Aber uns geht's gut. Das war es gar nicht. Das war ein Baumstamm. Wo liegt denn jetzt das Schwein? Hier war die Schlange. Dann bin ich hier hintergerannt. Das ist ja jetzt ein Ding. Das weiß ich nicht. Wo das Schwein liegt. Ja. Glück gehabt. So, wie lang braucht es? 2 Stunden, 15 Minuten. Dann ernten wir hier mal ab. Nicht ausreichende Haltbarkeit. Was lassen wir da? Wildschwein-Trophäe. Stoßzähne. Eingeweide, Leder auf jeden Fall. Irische Sehnen, Fette. Level 2 habe ich wirklich plus ein einziges Messer mit, tatsächlich. Zur Reparatur brauche ich einen Knochen. An einem einzigen Knochen scheitert es. Ja gut, wir haben ja die wichtigen Dinge gelootet. So, frische Haut. Habe sogar noch hier getrocknete Haut dabei. Dass ich alles mit habe. Und... Wildschwein Wiederbelebung, dann müsste das Wildschwein doch da sein. Bringt aber nichts, da wir das jetzt nicht schlachten können. Na gut, dann schnappe ich mir meinen Kern, lade da noch ein paar Äste rein und dann geht's heute schon wieder zurück zur Base. Ein paar Äste geht immer. Nehmen wir noch ein bisschen Baumrinde mit.
Gucken wir hier noch ein bisschen rum, was es vielleicht noch gibt. Genau, hier lagen sie, die großen Hölzer. »66 von 80 beladen. Sehr schön, 9 Lianen. Das gibt ordentlich Seile. Eine Kokospflaume. Noch mehr Lianen. Bananenpalme. Wollen wir denn jetzt mal hier unser neues Bett ausprobieren? Wir müssen ja nicht im Dunkeln zurückgehen, haben wir ja gesagt. Dazu haben wir uns ja ein Bett gebaut. Tragbares Blätterbett platzieren. Hier direkt neben der Schlange. Das schreckt schon mal ab. Und genau, bis zum Morgengrauen wird jetzt geschlafen. Hier 10 Stunden. Schön im Wald. So, Blätterbett. Ins Inventar. Sehr schön. Rohrkolben, Tabak, Ahne, Biskus. Ja, würde ich sagen, heute wird es mal bei einer Loot-Runde bleiben. Ich fahre zurück mit meinem Kahn, mit meiner neuen Wildschweinhaut. Die würde ich mal auf den Trockner spannen und dann gucken wir einfach mal in der nächsten Folge, was wir da so treiben. Und ich hoffe mal, euch hat es dennoch gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es mir gerne. Da bin ich dabei. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.